Einen schönen guten Morgen, ganz herzlich willkommen zu Märkte am Morgen. Der Kollege Martin Weiß hat mich gebeten, für ihn einzuspringen und das tue ich natürlich gerne. Wir blicken auf ein paar Werte, die heute eben im Fokus stehen. Leider sind auch heute wieder die Mädels aus Frankfurt nicht am Start. Und weil ich es ab und zu hier im Chat oder in den Kommentaren gelesen habe, das sind keine Sparmaßnahmen oder ähnliches, es war zum größten Teil eben krankheitsbedingt, aber auch ein paar Urlaubsausfälle sozusagen. Die Kollegin Kübler-Anatsch ist heute noch im Urlaub. Johanna Krämer ist am Start, aber die macht nicht Früh- und Spätschicht gleichzeitig. Deswegen ist sie heute Morgen nicht da. Aber ich hoffe doch, dass wir sie dann heute Nachmittag in der Opening Bell sehen. Ansonsten gibt es ja auch noch das Börsenbriefing, also den Podcast oder Instagram-Aufsager. Da seht ihr die Mädels ja trotzdem. Und Interviews machen sie ja auch noch für deraktionär.tv. Wir starten in die Sendung mit dem Blick auf den deutschen Leitindex. Wenn wir die Mädels nicht haben, dann schauen wir selber mal drauf. Gestern, ja, keine allzu großen Bewegungen, die wir da beim DAX gesehen haben. Die Handelsspanne gerade mal 80 Punkte. Am Ende ist er mit einem Minus von 0,011% aus dem Handel gegangen. Sehen wir hier Schlussstand 15.863 Punkte. Also die 16.000-Punkte-Marke, die bleibt noch so ein bisschen die Hürde in gar nicht allzu weiter Ferne, aber er schafft es dann doch nicht, so direkt wirklich nahe an sie heranzulaufen. Auch heute sieht es erstmal nach einem leichten Minus zu Beginn des Handels aus. Die Vorgaben eher durchwachsen. Wir haben keine allzu großen Ausschläge am US-Markt gesehen. Und seitens Asiens, da gibt es gemischte Vorgaben. Der Hang Seng beispielsweise, der war etwas deutlicher im Minus. Da haben vor allem die Tech-Werte den Index belastet. Wir schauen mal auf die Berichtssaison und welche Konzerne aus dem DAX in dieser Woche noch Zahlen vorlegen werden. Die Grafik habe ich mir vom Kollegen Thomas Bergmann quasi geklaut. Die ist eigentlich aus dem DAX-Check. Den gibt es ja immer hier auch live auf YouTube um 9 Uhr. Da berichtet er eben über die größten, wichtigsten Neuigkeiten aus dem deutschen Leitindex. Und das sind die Unternehmen, die in dieser Woche noch Zahlen vorlegen werden. Morgen MTU, die Deutsche Börse und Symrise am Start. Am Donnerstag BASF, die Deutsche Bank und am Freitag dann noch Covestro und Mercedes-Benz. Über die deutsche Börse werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, was die Analysten da im Vorfeld erwarten. Und überhaupt alle Infos zu dem Zahlenwerk, wenn es denn dann vorgelegt wurde, gibt es natürlich immer dann um 9 Uhr beim DAX-Check. Wir schauen auch noch drauf, was aus den USA noch zu erwarten ist seitens der Berichtssaison. Heute wird es vorbörslich, also Vorhandelsstart in den USA, noch McDonald's-Zahlen geben, PepsiCo oder auch Spotify. Und dann wird es sehr technolastig, wenn wir dann auf den Handelsschluss blicken oder danach. Microsoft und Alphabet werden ihre Bilanz fürs vergangene Quartal vorlegen. Also das wird nochmal richtig spannend. Wir sind mittendrin in der Berichtssaison, haben aber auch ein paar andere Themen am Start. Wir schauen mal in die zweite Reihe, deutsche Börsenreihe, und da auf PNE. Denn PNE hat Neuigkeiten vermeldet, was den Verkauf des US-Geschäfts angeht. Und zwar soll es da leichte Fortschritte geben. Man hat gesagt, es gibt mehrere Interessenten, die unverbindliche Angebote abgegeben haben. Und jetzt möchte man in Kürze mit Gesprächen beginnen, mit ein paar der Interessenten. Es wurde aber noch nicht, also es ist nicht ganz sicher, dass das Geschäft wirklich verkauft wird. Man hat auch noch keinen möglichen Preis genannt. Wundert jetzt aber auch nicht wirklich, weil ja, die Gespräche haben ja noch nicht mal begonnen. Warum will sich PNE überhaupt vom US-Geschäft trennen? Weil die Ausgaben, die man investieren müsste, in den USA eben zu hoch sind, sagt zumindest PNE. Man sagt auch, dass man dass die zu hinterliegenden Sicherheitsleistungen, dass die auch belasten würden, und es würde dann eben zulasten der Margen gehen und auch zulasten des Ausbaus des Portfolios in Europa, auf den will man sich konzentrieren. Deswegen wird hier der Verkauf des US-Geschäfts angepeilt, und dass es da leichte Fortschritte gibt, kam dann auch gut an gestern. Die Aktie im regulären Handel hat sie sich ja ein bisschen bewegt, 0,6% das Plus. Im nachbörslichen Handel ist die Aktie dann aber um rund 6% angestiegen. Wir sehen aber auch, wo sie herkommt und die deutlichen Verluste, die sie seit Beginn des Jahres verzeichnet hat. Also da gab es ja eine ordentliche Abwärtsbewegung, ein ordentlicher Abwärtstrend, der hier etabliert wurde. Man ist unter dem gleitenden Durchschnitt etc. Es sieht ein kleines bisschen so aus, als ob man so langsam auf diesem Niveau bei etwa 13 Euro einen Boden gefunden hätte. Jetzt schauen wir mal, wie die Aktie sich heute entwickelt. Aber wie gesagt, diese Neuigkeiten, die kamen dann gestern nachbörslich gut an. Weniger gut kamen gestern die Neuigkeiten an, dass Martina Merz, die noch Chefin von ThyssenKrupp, den Konzern verlassen wird. Das wurde gestern im Tagesverlauf bekannt. Die Aktie hat, wir sehen es hinter mir, mit einem ordentlichen Minus darauf reagiert.
Ja, Martina Merz geht, ihr Nachfolger steht schon fest. Miguel Ángel López Borrego, das wird der neue ThyssenKrupp-Chef. Noch ist er Chef der Norma Group, aber dann wird er eben die Leitung von Thyssen übernehmen. Ist ja keine einfache Zeit für den Konzern, ist einiges so an Umstrukturierungen in Gange. Martina Merz wird gehen und es gab dann im Laufe des Tages auch die ersten Reaktionen auf ihren Abgang, beispielsweise vom größten Anteilseigner von Thyssen. 21% hält nämlich die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung und die sagt, dass sie den Abgang von Martina Merz außerordentlich bedauern und sie denken auch, dass der eingeschlagene Umstrukturierungskurs von Martina Merz zum Erfolg geführt hätte oder auch zum Erfolg führen wird, wenn man ihn so weiter verfolgen würde, aber dann eben ohne sie. Es gab auch seitens der Analysten die ersten Reaktionen gestern und zwar gab es eine Verkaufsempfehlung von Barclays. Die sagen Ziel 6 Euro und eine Haltenempfehlung von Morgan Stanley, die sagen Ziel 7,50 Euro. Der Aktionär ist auch ein bisschen skeptischer geworden. Neueinstieg drängt sich im Moment aufgrund der Volatilität nicht auf. Wir sehen es ja hier, die dicke rote Kerze, die wir da gestern gesehen haben. Man ist jetzt wieder, man ist ja so in einer Seitwärtsrange seit Beginn des Jahres. Vor zwei Tagen notierte man noch am oberen Ende dieser Seitwärtsrange. Ein Ausbruch auf der Oberseite stand vielleicht kurz bevor. Nun ist man am unteren Ende der Seitwärtsrange wieder angekommen. Gestern das minus 13%. Ungünstigen Zeitpunkt, den der Kollege Jens Kastner von Börse Online vergangenen Donnerstag erwischt hat. Denn DepotChamp ist ja wieder gestartet und das Team Börse Online hat drei Werte schon ins Depot aufgenommen. Und das ist einer dieser drei Werte gewesen. Man hat hier, was das Wasserstoffgeschäft angeht, sich ein bisschen Hoffnungen gemacht, dass die Aktie davon profitieren könnte. Ja, konnte man nicht ahnen, dass zwei, drei Tage später Martina Merz ihren Hut nimmt und das dann wieder für ein bisschen Unsicherheit sorgen wird. Gucken wir mal, ob die Kollegen an dem Wert festhalten. Donnerstag, 18 Uhr, wissen wir mehr. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Morgen wissen wir schon mehr, was die Bilanz von der deutschen Börse angeht. Dann sind wir schlauer. Wir können aber jetzt im Vorfeld, 24 Stunden vorher, mal drauf gucken, was die Analysten erwarten von der Zahlenvorlage. Die gehen von einem Gewinn je Aktie von durchschnittlich 2,55 Euro aus. Um es besser einordnen zu können, im Vorjahresquartal lag der Gewinn je Aktie bei 2,40 Euro. Wären also 15 Cent mehr, wenn es so kommen sollte. Und beim Umsatz, da rechnen die Analysten mit einem Zuwachs von 13,7% gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Prognosen liegen bei 1,21 Milliarden und im ersten Quartal 2022, da waren es 1,06 Milliarden. Hier sehen wir die Aktie der deutschen Börse, die hier auch nochmal den Turbo gezündet hat quasi. Also seit März geht es hier recht steil bergauf für den Wert. Gestern ist man mit einem Minus aus dem Handel gegangen von ja, knapp 1% und morgen dann die Zahlenvorlage. Wir schauen auf zwei Nebenwerte, deutsche Nebenwerte, die gestern gut performt haben, ordentliche Zugewinne verzeichnet haben. Hypoport und Jungheinrich. Jungheinrich hat nämlich Zahlen vorgelegt fürs erste Quartal und der Gabelstaplerhersteller ist kräftig gewachsen im ersten Quartal. Plus, man hat auch noch den Ausblick fürs Gesamtjahr angehoben und rechnet jetzt mit einem besseren Ergebnis als bisher. Und Hypoport, da gab es auch vorläufige Zahlen fürs erste Quartal. Da hat man allerdings einen Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten. Aber im Vergleich zum Vorquartal, also nicht Vorjahres, sondern Vorquartal, dem letzten 2022, ist der Umsatz oder konnten Umsatz und Gewinn wieder gesteigert werden. Das hat die Aktionäre gefreut. Jungheinrich, die Aktie ging um 4,8% im Plus aus dem Handel und Hypoport hat einen Plus von 2% verzeichnet. Wenn wir uns das Ganze prozentual auf Jahressicht, also die letzten 52 Wochen anschauen, dann sehen wir ordentliche Zuwächse von fast 26% bei Jungheinrich und recht deutliche Verluste bei Hypoport, minus 52%. Also selbst die 2%, die die Aktie gestern zulegen konnte, die machen natürlich auf Jahressicht gesehen nicht allzu viel aus. Aber immerhin gestern positive Neuigkeiten von diesen beiden Werten. Der nächste Wert, der ist gestern Achterbahn gefahren. Es geht um die First Republic Bank. Die wurde ja eine Zeit lang so als möglicher Pleitekandidat gehandelt nach der Silicon Valley Bank. Ist dann ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen abgekühlt, die Situation. Die Dramatik kam ein bisschen raus. Gestern ist der Wert sogar im Tagesverlauf ordentlich angestiegen, wie wir hier auch noch sehen. Da ging es um 12% nach oben. Nach Handelsschluss ging es dann aber ordentlich nach unten, nachdem die Zahlen vorgelegt wurden. Da hat man eben nach Handelsschluss die Zahlen präsentiert und die Einlagen im ersten Quartal, die sind um 40% auf 104,5 Millionen Dollar gesunken. Es hieß zwar, man hat sich auch wieder stabilisiert, aber zwischenzeitlich sind die Einlagen noch deutlicher gesunken. Dann gab es eben Geldspritzen quasi von anderen Banken, die haben dann unterstützt. Aber naja, unterm Strich
haben die Anleger die Bilanz nicht gefeiert. Im Gegenteil, man hat auch gesagt seitens der First Republic Bank, dass man jetzt Entlassungen im großen Stil plant und auch über strategische Optionen nachdenkt, um die finanzielle Stellung wieder zu stärken. Hat die Anleger aber auch nicht beruhigt. Die Aktie ist dann nachbörslich um 14% eingebrochen. Das war eben noch der Schlusskurs. Die Aktie ohnehin auf diesem niedrigen Niveau jetzt angekommen und ja, gestern Achterbahn gefahren. Schauen wir zuletzt noch auf einen weiteren US-Wert, der gestern unter die Räder kam. C3AI oder C3AI, einen KI-Wert, der zuletzt schon gelitten hat unter einer Short-Seller-Attacke. Gestern gab es dann eine Verkaufsempfehlung, die hier erneut auf die Kurse gedrückt hat. Und zwar von Wolf Research. Die haben die Aktie mit Verkaufen eingestuft und das Kursziel auf 14 Dollar abgestuft. Als Begründung hat man gesagt, dass das Umsatzwachstum durch den negativen Makroausblick gefährdet sei, heißt es. Und die Konsensschätzungen, die seien voraussichtlich rund 10% zu hoch. Hier sehen wir es auch, die Aktie ist dann über 2 Dollar eingebrochen, 11%. Wir haben einiges an Schwankungen gesehen, seit das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde ist. Ist da hohe Volatilität bei dem Wert eingekehrt. Jetzt kämpft man darum, die 200-Tage-Linie zu halten. Ja, das war's für den Moment schon wieder mit Märkte am Morgen. Ich habe es ja schon geteased. Um 9 Uhr gibt es dann den DAX-Check live mit Thomas Bergmann. Hoffentlich seid ihr dann auch mit dabei. Und wir sehen uns dann sicherlich an anderer Stelle wieder. Schönen Handelstag euch. Macht's gut.